Die Scheibenbremse. Wahrscheinlich eine der besten Technologien und Erfindungen, die es ans Rennrad in letzter Zeit geschafft hat. Sie ist super zuverlässig, man kann eigentlich in jeden Bedingungen, egal ob trocken oder nass, mit ihr bremsen. Aber eine Sache nervt so richtig. Und zwar, wenn die Scheibenbremse schleift. Ich zeige euch heute, wie ihr eine schleifende Scheibenbremse beheben könnt. Bremsscheiben kommen in unterschiedlichen Formen, Größen und unterschiedlichen Materialien. Manche haben sogar spezielle Technologien zur Kühlung dabei und das nennt sich zum Beispiel bei Shimano die Ice Technology Freezer. Die soll dafür sorgen, dass durch diese speziellen Verbindungen aus Aluminium und Stahl der Bremskörper oder die Bremsscheibe schneller abgekühlt wird und wir auch lange Abfahrten sicher bergunter kommen. Aber in der Regel fährt man bei einem Rennrad einen Durchmesser von 160 bis 140 mm und dabei hat man meistens vorne den größeren Durchmesser, da man einfach mehr vorne am Vorderrad bremst als hinten und je größer der Durchmesser der Bremsscheibe, desto größer die Fläche, die wir zur Verfügung haben zum Bremsen und auch so mehr Hitze kann abgeleitet werden. Also fährt man in der Regel lieber vorne einen größeren Durchmesser als hinten. Man sieht es aber auch oft, dass man vorne und hinten den gleichen Durchmesser fährt. Wer ein bisschen Gewicht spart, neigt vielleicht dazu, sogar nur den 140er Durchmesser zu fahren. Aber auch die Profis wechseln manchmal auf Spezialanfertigungen, so wie zum Beispiel Matej Mohoric, der bei Mailand Sanremo nicht nur eine versenkbare Sattelstütze gefahren ist, sondern auch vorne einen 180 mm Durchmesser an Bremsscheibe aus dem Mountainbikesport, um einfach noch härter und stärker die Abfahrt vom Poggio bremsen zu können. Und somit kam er dann als erster ins Ziel und hat sich für ihn auf jeden Fall gelohnt. Darum soll es aber heute nicht gehen im Video, sondern eine Sache haben alle Bremsscheiben, egal welche Form, Größe und Material, gemeinsam. Sie können verbiegen oder verbogen werden und dann schleifen sie in unserem Bremskörper, unserem Bremssattel zwischen den Bremsbelägen. Und ich zeige euch heute, wie ihr das vermeiden könnt, dass eure Bremsscheiben verbiegen oder verbogen werden und wie ihr ganz einfach die Bremsscheibe wieder richten könnt, so damit ihr keine neue mehr kaufen müsst. Und dazu benutzt man entweder Spezialwerkzeug oder vielleicht ein Werkzeug, das jeder von euch schon zu Hause hat. So eine Bremsscheibe ist, wenn man sie neu kauft, etwa 1,75, 1,78 mm dick und kann mit der Zeit abgenutzt werden, wenn wir regelmäßig bremsen und vielleicht in harten Bedingungen mit Dreck und so weiter dort der Bremse einiges abverlangen. Dann kann man so eine Bremsscheibe bis mindestens 1,5 mm bzw. 5,5 mm in einigen Fällen fahren, bis sie ausgetauscht werden muss. Manchmal ist die Bremsscheibe aber stark verbogen und muss auch ausgetauscht werden. In einigen Fällen kann man sie auch wieder richten. Und wie passiert das eigentlich, wie wenn man so eine Bremsscheibe verbogen hat? In den meisten Fällen liegt es daran, wenn man häufig mit dem Fahrrad irgendwo anders hinreist, das Rad ins Auto verlädt oder vielleicht in Urlaub fliegt und das Rad mit in den Radkoffer nimmt, dann empfehle ich auf jeden Fall, wenn man auf Nummer sicher gehen will, die Bremsscheiben einfach abzuschrauben und einfach sicher zu verstauen, dann weiß man ganz genau, okay, hier kann kein schweres Gewicht draufdrücken, das mir die Scheibe verbiegt. Im Sturzfall, was hoffentlich nicht eintritt, kann es natürlich auch passieren, dass sich eine Scheibe verbiegt. Und dann, wenn man weiterfährt, dann gibt es immer dieses nervige Geräusch, dass die Bremse schleift. Auch wenn dann der Sattel nicht mehr perfekt ausgerichtet ist, dann kann es sein, dass wir, wenn wir im Wiegetritt fahren, ein bisschen Spiel auf dem Laufrad ist und die Bremsscheibe immer zwischen unseren Bremsscheiben schleift. Und dann möchten wir das Ganze natürlich ausrichten oder wieder gerade richten. Und dazu gibt es einfach ein Spezialwerkzeug von Parktool. Damit kann man ganz einfach die Scheibe wieder richten. Am besten macht man das sogar in einem Montageständer. Da spannt man dann das Laufrad ein, hat dann einen Richtfühler, wo man dann sehen kann, wie weit der Ausschlag ist. Und dann setzen wir das Werkzeug einfach an. Und dort, wo wir quasi einen Gegenschlag haben, wie beim Laufradzentieren, da stülpen wir dann das Spezialwerkzeug drüber und biegen die Scheibe in gegengesetzter Richtung, so bis wir wieder sicher sind, dass wir im Lot sind. Und dann kontrollieren wir einfach die weiteren Punkte, ob wir noch irgendwo einen Schlag haben. Und damit können wir das Ganze reparieren oder wieder gängig machen. Ganz perfekt gerade wird man es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit und dazu kann man sich einfach so einen englischen Maulschlüssel, so einen verstellbaren Schlüssel nehmen. Und der hat auch so eine glatte Oberfläche, weil so eine verzahnte Zange würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern einfach diesen großen Maulschlüssel ansetzen und damit kann man dann auch ohne Probleme die Bremsscheibe in die jeweilige Richtung wieder gerade biegen. Und ja, man kann das auch einfach nicht nur im Montageständer machen, sondern im Rad selber. Wenn dann
und dann kann man immer kontrollieren, das Rad durchrollen lassen, ähnlich wie beim Zentrieren. Okay, es schleift noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen biegen. Da muss man auch ein bisschen Gefühl entwickeln, wie viel Kraft man wirklich aufwenden muss oder welchen Hebel man einsetzt, dass man die Scheibe verbiegen kann. Und wenn dann die Scheibe wieder gerade läuft, dann sind wir wieder fertig zur Abfahrt und wir können unsere Scheibe, bis sie endlich auf die 1,5 mm abgenutzt sind, weiterfahren. So, das war das Video, wie man seine Bremsscheibe wieder richtet, damit man sich keine neue kaufen muss. Klar, mit dem Spezialwerkzeug geht es viel einfacher, das kostet auch nicht viel Geld, aber vielleicht habt ihr so ein Ding, so ein Engländer schon zu Hause oder schaut mal bei Opa in der Garage nach. Die haben nämlich oft solche Schätze noch im Keller versteckt. Was ich auf jeden Fall im Vorfeld empfehlen würde, falls ihr so ein Werkzeug benutzt, desinfiziert das quasi oder macht es sauber vorher mit Bremsenreiniger, dann habt ihr dann später, wenn ihr die Bremsscheibe wieder fahren wollt, kein Quietschen beim Bremsen. Und jetzt würde ich noch gerne von euch wissen, musstet ihr schon mal eure Bremsscheibe ausrichten oder wieder gerade richten? Warum ist die euch verbogen, Flug etc.? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls ihr noch einen Freund habt, der in der Trainingsgruppe immer rumfährt mit einer schleifenden Bremse, dann teilt das Video ganz gerne mit ihm und zeigt ihm, ey, du musst mal deine Bremsscheibe ausrichten. Das geht mir gehörig auf den Senkel. Außerdem, wie immer, wenn das Video weitergeholfen hat und gefallen hat, Daumen hoch dalassen und abonniert noch unseren Kanal GCN auf Deutsch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.